sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, lassen Sie uns irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten, ausgehend von der Konferenz heute, dass soziale Gerechtigkeit, dass Ungleichheit, Minderung von Ungleichheit ein Thema wird, vielleicht sogar ein zentrales Thema für den Wahlkampf wird. Ich würde mir wünschen, dass von der Konferenz dann auch ein Impuls ausgeht, ein Impuls für eine breitere zivilgesellschaftliche Kooperation, die über die Konferenz hinausgeht, mit der wir alle mitnehmen können und mit der wir dann auch gemeinsam den Weg zu Gerechtigkeit und der großen Transformation beschreiben können. Armut und gesellschaftliche Spaltung hat negative Folgen für eigentlich für alles, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wissen aus vielen internationalen Untersuchungen, dass weniger Gesellschaften mit geringer gespreiztem Einkommen einfach effizienter sind und Krisen besser bewältigen können. Ich glaube, alle, die hier sind, wollen alle mitnehmen. Die sitzen hier, weil soziale Ungleichheit abbauen ihr Lebensmotto vielleicht auch ist. Zunächst ist es fundamental wichtig, dass man sich auf eine gerechte Besteuerung einigt. Das heißt, dass es eine angemessene Besteuerung reicher Einzelpersonen genauso wie reicher Konzerne. Umverteilen bei Subventionen, 42 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen neu anpacken unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Politik den nötigen Mut entwickeln, um sich für nachhaltigen Konsum einzusetzen oder nachhaltigen Konsum auch zu verwirklichen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Staat, Familie und Einzelperson bezogen auf die Verantwortung, im Alter einen angemessenen Lebensstandard zu sichern? Wie Sie sich eine zukünftige Arbeitsmarktstrukturierung vorstellen, vor dem Hintergrund, dass wir nicht ewig weiter wachsen können. Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation. International gesehen, denke ich, müssen wir dafür sorgen, zunächst mal, dass der Hunger in dieser Welt aufhört. Gute Arbeit weltweit und bei uns. Da brauchen wir in Deutschland, aber in der gesamten EU eine Revitalisierung des Sozialstaates. Machen wir das, was wir heute gerade versuchen, nämlich gesellschaftliche Kreise zusammenzubinden, die gemeinsam Interesse an Veränderung haben sollten, damit wir nicht in unserem kleinen entwicklungspolitischen Kontext bleiben. Zweitens versuchen wir dann, diese Forderungen, die uns bewegen, in die Politik einzubringen. Und drittens versuchen wir durch Arbeit in Medien, in Fachöffentlichkeit, eben dafür zu sorgen, dass die Frage, was bedeutet soziale Gerechtigkeit, eine ist, die immer mehr Menschen bewegt.